Hallo und herzlich willkommen bei niemandliebtdiedunkelheit.de. Mein Name ist Alexander Korsch und in dieser Serie von kostenlosen Technikvideos werden Sie die wichtigsten technischen Bedingungen und Parameter kennenlernen, um das natürliche Licht optimal in Ihre Räume zu bekommen und damit Ihren Wohnkomfort verbessern oder die Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz erfüllen. Alles, was Sie hier lernen werden, sind praxisbezogene Tipps, meine Erfahrungen aus vielen Jahren, in denen ich international tätige Unternehmen beraten und die Produkte speziell für den schwierigen deutschen Markt weiterentwickelt habe. Aber anstatt einer langen Einleitung möchte ich lieber die Inhalte für mich sprechen lassen. In den nächsten Minuten werden Sie ein einfaches wie geniales System entdecken und alles erfahren, was Sie dafür brauchen, um die häufigsten und auch fatalsten Fehler bei der Zusammenstellung Ihres Systems zu vermeiden. Fangen wir also mit diesem einfachen und erfolgreichen System an, was schon in so vielen Gebäuden verwendet wurde. Es besteht aus nur 4 Komponenten. Erstens einer Kuppel zum Lichtsammeln. Zweitens einem Reflektorrohr für den Lichttransport. Drittens einer Streuscheibe, um das Licht im Raum zu verteilen. Und viertens einer Dämmeinheit gegen Wärmeverlust und Kondensatbildung. Das scheint banal einfach, aber die meisten sinnvollen und genialen Erfindungen sind genau das. Genial einfach. Denken Sie mal an das Rad oder an den Reißverschluss. Was würden wir heute ohne diese genialen Erfindungen tun? Sehen wir uns mal die Einzelkomponenten genauer an. Die Kuppel. Jetzt können Sie sich fragen, warum benutzen die eine halbkugelförmige Kuppel und nicht ein flaches Fenster? Dafür haben wir gleich 3 wichtige Gründe. Erstens Totalreflexion. Betrachten wir mal das Tageslicht. Es besteht aus direktem Sonnenlicht mit einer sehr hohen Leistung und dem Licht, was irgendwie sonst noch da ist. Dieses Licht nennt man diffuses Himmelslicht. Es ist auch Sonnenlicht, aber es gelangt nur über Umwege, Reflexionen an der Luft, Erde und Wolken zu uns. Dieser Teil ist nicht mehr ganz so intensiv, weil das Sonnenlicht unzählige Male reflektiert wird und dabei viel Energie verliert. Diese beiden Arten von Tageslicht treffen nun auf unsere Kuppel. Und genau wie in der Luft, in der Atmosphäre oder an den Wolken kann das direkte Sonnenlicht entweder direkt durch das Glas in die Lichtröhre gelangen oder aber an der Oberfläche wieder reflektiert werden. Dies nennt man dann Totalreflexion an einem transparenten Medium, wie Glas oder Acryl. Diese Erscheinung entsteht bei dem Übergang von Luft und Glas mit einem flachen Einfallswinkel von ca. 42 Grad. Ein sehr großer und sehr energiegeladener Teil würde nicht genutzt. Man sollte also versuchen, die eintreffenden Sonnenstrahlen möglichst mit einem steilen Winkel einzufangen. Und das geht am besten mit einer halbkugelförmigen Kuppel. Zweitens Oberfläche. Wahrscheinlich erinnern Sie sich noch ganz schwach, wie man eine Fläche berechnet. Für die Tageslichtspots ist das von entscheidender Bedeutung. Je größer die Fläche ist, mit der ich das Tageslicht einfange, umso heller kann es in meinem Raum werden. Das ist völlig logisch, denn je größer die Öffnungen in einer Gebäudehülle sind, umso heller ist es eben in dem Gebäude. Da wir die Öffnungen in den Gebäuden nicht unendlich vergrößern können, hilft uns die Form der Kuppel, mehr Tageslicht einzufangen. Die Fläche einer Halbkugel ist doppelt so groß wie die eines Kreises bei gleichem Radius. Durch die Brechung des Lichtstrahls am Glas wird das kostenlose Tageslicht in die Lichtröhre gelenkt. Drittens Verschmutzung. Ja, auch darüber muss man sich Gedanken machen. Ich brauche Sie, glaube ich, nicht zu fragen, wie lästig und gefährlich Fensterputzen ist. Und wenn Sie, liebe Männer unter Ihnen, es nicht wissen, fragen Sie doch einfach mal Ihre Frau. Diese Kuppel reinigt sich von ganz alleine, durch den Regen. Kommen wir nun zu dieser außergewöhnlichen Struktur der Lichtkuppel. Sie sehen hier ganz deutlich diese linsenähnliche Struktur. Was soll das? Auch hier haben wir wieder eine einfache und geniale physikalische Eigenschaft für unsere Lichtkuppel benutzt. Die Sammellinse. Die kennen Sie vermutlich von Vergrößerungsgläsern. Lupen, Brillen, Mikroskopen, Objektiven und. Diese Linsenstruktur bewirkt, dass noch mehr Tageslicht gesammelt und in die Lichtröhre geleitet wird. Ja, wir wissen, es gibt auch andere pfiffige Ideen und Versprechungen, wie man mehr Licht einfängt. Als Seminarteilnehmer haben Sie jetzt den Vorteil, dass Sie mit Ihrem Wissen leicht erkennen können, warum die Linsen den größten Vorteil bringen. Versuchen Sie doch mal mit einem Prisma die Sterne zu beobachten oder ein Feuer zu entfachen. Sie können zwar mit dem Prisma um die Ecke gucken, aber nicht mehr oder näher sehen oder Energie bündeln. Eine Lupe oder Sammellinse kann das. Kommen wir kurz vor Schluss dieses Kapitels noch auf das Material zu sprechen. Wir brauchen ja, um Licht in die Räume zu bekommen, etwas Transparentes, Farbloses, wo das Licht problemlos durchgeht. Da bleiben für eine Auswahl nur 2 Materialien übrig. Glas oder Acrylglas. Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile.
Glas kann leichter splittern und ist schwer. Glas ist aber auch nachhaltiger, da man es recyceln kann und es hat einen höheren Transmissionsgrad, also das Licht geht mit weniger Verlusten hindurch. Linsenstrukturen kann man mit Acryl nur schwierig herstellen. Acryl ist zudem empfindlicher gegen mechanische Beanspruchung und Temperaturschwankungen. Bei kleineren Baugrößen ist sicherlich Glas das sinnvollere Material. Aber sobald gewisse Baugrößen erreicht werden, überwiegen die Vorteile von Acryl. Das erste Kapitel haben wir nun hinter uns und Sie können den ersten fatalen Fehler auf der Suche nach dem geeigneten Tageslichtspot vermeiden. Achten Sie auf die richtige Kuppel. Die nächste Komponente, die ich Ihnen jetzt erläutern will, ist das Lichtrohr. Das brauchen wir, um das mit der Lichtkuppel eingefangene Tageslicht so effizient wie nur möglich weiterzuleiten. Nun könnte man meinen, Rohr ist gleich Rohr, doch aufgepasst, die Unterschiede stecken in den Details. Ich habe Ihnen schon im ersten Kapitel etwas über Reflexion beigebracht. Bei den Lichtröhren müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Die Qualität einer Lichtröhre zeichnet sich dadurch ab, dass sie so viel Licht wie möglich reflektiert. Schauen wir uns mal eine perfekte Reflexion genauer an. Ein Lichtstrahl, zum Beispiel dieser Laserstrahl, trifft auf das Material. Bei einer perfekten Reflexion wird nun das gesamte Licht nach dem Gesetz Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel reflektiert. Dies ist leider nur theoretisch möglich. In der Praxis ist es so, dass bei jeder Reflexion ein kleiner Teil des Lichtes vom Reflektormaterial absorbiert wird. Das heißt, die auftreffende Energie wird zum Beispiel in Wärmeenergie umgewandelt und erwärmt dadurch das Reflektormaterial. Dieser Verlust wird außerdem noch von der Farbe des Lichtes, also der Wellenlänge, beeinflusst. Technisch löst man das, indem auf ein Aluminiumblech in einem Vakuum Silber mit einer Güte von 99,95%, also Reinstsilber, aufgedampft wird. Dies ist ein sehr kompliziertes und hochentwickeltes Verfahren, um in mehreren Schichten für alle Farben und Wellenlängen des Tageslichtes eine optimale Reflexion zu ermöglichen. Durch diese Technologie entsteht eine perfekte glatte Oberfläche, die auch gegen mechanische Beanspruchung absolut resistent ist. Warum ist es so wichtig, dass die Oberfläche der Lichtröhre so glatt wie möglich ist? Auch das möchte ich Ihnen kurz aufzeigen. Wenn der Lichtstrahl, wie dieser Laserstrahl, nun auf eine Fläche trifft, die zwar einen sehr hohen Reflexionsgrad aufweist, aber ein wenig wellig oder uneben ist, dann wird das reflektierte Licht nicht hundertprozentig in die richtige Richtung gelenkt. Ein Teil dieses Lichtstrahls wird dann irgendwohin abgelenkt und geht ihn verloren. Also je unebener eine Oberfläche ist, desto weniger Licht wird trotz hohem Reflexionsgrad längs der Lichtröhre reflektiert. Wenn Sie sich schon länger mit diesem Thema beschäftigt haben, werden Sie wahrscheinlich schon herausgefunden haben, dass es auch andere Verfahren gibt, um das Tageslicht weiterzuleiten. Auf dem Markt werden noch flexible Schläuche und Röhren mit aufgeklebter laminierter Folie angeboten. Mit dem Wissen von diesem Seminar können Sie nun leicht den zweiten fatalen Fehler bei der Zusammenstellung eines Tageslichtspots vermeiden. Achten Sie auf die richtige Beschichtung der Lichtröhren. Kommen wir nun zur dritten Komponente dieser Innovation, die Streuscheibe oder auch Diffuser. Schauen wir auch hier mal ins Detail. Was ist wichtig? Auf was sollten Sie unbedingt achten? Es sind genau zwei Dinge. Erstens, die Scheibe sollte einen möglichst hohen Transmissionsgrad haben. Transmission ist der Teil vom Licht, der durch die Scheibe dringt. Erinnern Sie sich noch, was ich Ihnen über die Reflexion beigebracht habe? Vorhin haben wir davon gesprochen, dass bei einer Reflexion nicht die gesamte Energie reflektiert werden kann, weil immer ein kleiner Teil in Wärmeenergie umgewandelt wird. Diesen Verlust nennt man übrigens Absorption. Und das Gleiche passiert auch, wenn die Lichtstrahlen durch ein Material gehen. Auch hier wird ein kleiner Teil vom Material absorbiert. Hochwertige Gläser haben einen Verlust von nur 6-8%. Dieser Diffusor ist aus genauso einem hochwertigen, entspiegelten Glas. Gleichzeitig muss der Diffusor noch das Licht aus der Röhre aufweiten und gleichmäßig im Raum verteilen. Dies erreichen wir durch diese Struktur im Glas. Zweitens, die Übergänge zwischen dem Rahmen des Diffusors und der Raumdecke und der Scheibe und dem Lichtrohr sollten so luftdicht wie möglich sein. Das erreicht man durch die Verwendung von solchen Quelldichtungen. Ein kleines, aber wichtiges Detail, um einen Luftaustausch von Raumluft und dem Tageslichtspot zu vermeiden. Durch dieses Wissen vermeiden Sie den dritten fatalen Fehler. Achten Sie auf die Dichtungen am Diffusor. Zum Schluss dieses ersten Technikseminars beschäftigen wir uns jetzt mit dem wohl wichtigsten Teil der Tageslichtspots, die Wärmedämmenheit Blue Performance.
Bisher haben Sie gelernt, welche Komponenten und Bauteile Sie benötigen und auf was Sie achten sollten, um natürliches Tageslicht in Ihre Räume zu bekommen. Und wie Sie dabei drei fatale Fehler vermeiden. In unserem Breitengarten gilt noch eine weitere Hürde zu nehmen. In den Wintermonaten kommt es bei uns zu großen Temperaturschwankungen. Innen haben wir meistens um die 20 Grad und draußen können es auch mal minus 10 oder gar minus 20 Grad werden. Was passiert dann mit unserem Tageslichtspot? Die warme Luft in Ihrem Haus erwärmt auch die Luft in der Lichtröhre. Die Lichtröhre ist aus Aluminium und dadurch ein guter Temperaturleiter. Die Kuppel oben auf dem Dach ist der kalten Luft ausgesetzt und kühlt sich extrem ab. Die warme Lichtröhre kommt nun mit der kalten Außenluft in Berührung, genau hier, und Sie haben eine Kältebrücke. Die Luft in der Röhre hat Kontakt mit der kalten Lichtkuppel. Jetzt entsteht auf der Kontaktfläche der kälteren Bauteile, also der Lichtkuppel innen und der Lichtröhre außen, Feuchtigkeit. Diese Kondensatbildung kann zu Schäden an den Tageslichtspot und an Ihrem Gebäude führen. Sie kennen das vom Duschen oder Baden. Der Wasserdampf steigt in die Luft und kondensiert an den kalten Flächen, wie zum Beispiel den Spiegel, wieder zu Wassertropfen. Wenn Sie nicht ausreichend lüften, fängt es schnell an zu schimmeln. Im Dachbereich merken Sie diesen Schaden, weil Sie es nicht direkt sehen, erst viel später, meistens erst, wenn es zu spät ist. Das nächste Problem ist, dass Sie durch den Tageslichtspot auch Wärmeenergie nach draußen verlieren. Es ist zwar nicht viel, aber wenn Sie zum Beispiel ein Niedrigenergiehaus oder gar ein Passivhaus oder Plusenergiehaus haben, macht sich das bemerkbar. Damit genau das vermieden wird, brauchen wir das. Es nennt sich Blue Performance. Diese geniale und zum Patent angemeldete Erfindung besteht aus einem extruierten Polystyrolblock und einer Isolierscheibe. Die Isolierscheibe ist in den Polystyrolblock eingeklebt. Nach oben und unten gibt es ein Anschlussrohr, um die Lichtröhren problemlos zu verbinden. Die Isolierscheibe gibt es in zwei Ausführungen, als zweischeibige, mit Argon gefüllte Scheibe mit einem U-Wert von 1,0 Watt pro Quadratmeter Kelvin und als dreischeibige mit einem U-Wert von 0,8 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Die Scheiben sind entspiegelt und haben einen sehr hohen Transmissionsgrad. Sie erinnern sich, der Transmissionsgrad gibt an, wie viel Licht durch die Scheibe gelangt. Der U-Wert ist wahrscheinlich vielen unter Ihnen nicht geläufig. Er gibt an, wie viel Energie je Fläche und Temperatur untersteht, durch das Material verloren geht. Zum Vergleich. Eine herkömmliche Glasscheibe hat einen U-Wert von ca. 3 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Ein Oberlicht kommt auf ca. 2,1, neueste Dreifachverglasungen kommen auf ca. 0,8. Wenn wir den Tageslichtspot insgesamt betrachten, erreicht dieses System nur 0,6 beim Einsatz der zweischeibigen Variante und reduziert sich auf bisher nicht erreichte 0,45 Watt pro Quadratmeter Kelvin, wenn wir die dreischeibige Blue Performance verwenden. Dieses Teil ist bei einem modernen Tageslichtspot unverzichtbar. Bravo, Sie haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Den ersten Teil unseres Technikseminars haben Sie erfolgreich gemeistert. Mit Ihrem neuen Wissen sind Sie schon fast ein Experte auf diesem Gebiet und können vier fatale Fehler bei der Auswahl Ihres Tageslichtspots vermeiden. Erstens, achten Sie auf die richtige Kuppel. Zweitens, achten Sie auf die richtige Beschichtung der Lichtröhren. Drittens, achten Sie auf die Dichtungen am Diffusor. Und viertens, verwenden Sie keinen Tageslichtspot ohne Blue Performance. Im zweiten Teil unseres Seminars werde ich Ihnen beibringen, wie Sie für sich herausfinden, welche Größe Ihr Tageslichtspot haben muss, um die von Ihnen gewünschte Helligkeit im Raum zu erreichen. Ich werde Ihnen unter anderem unsere Planungshilfen erläutern und unser Kalkulationstool erklären. Lassen Sie sich überraschen. Melden Sie sich jetzt gleich hier an, um das zweite kostenlose Seminarvideo sofort anzusehen. Verpassen Sie es nicht. Bis dahin, Ihr Alexander Korsch.